Ja, heute habe ich die große Ehre, Mr. Erfolg hier zu haben. Julien Backhaus, ein Mann, der das Wort Erfolg, glaube ich, zu seinem Lebensthema gemacht hat. Zum einen als Zeitschriftenverleger mit dem Magazin Erfolg, aber natürlich auch mit seinem Buch zum Thema Erfolg, was wir von den super Erfolgreichen lernen dürfen. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Julien Backhaus. Danke für deine Einladung. Julien, erzähl uns ein bisschen was von deinem Weg. Wie kommt ein Mensch wie du auf diese Idee, ein Magazin herauszubringen? In Zeiten, in denen vielleicht viele Magazine sich eher reduzieren und du da noch dazu gute Zahlen schreibst und überhaupt dieses außergewöhnliche Thema so prominent darzustellen? Eigentlich kam es wirklich aus der Leidenschaft heraus. Also ich habe mich schon immer wahnsinnig für Kommunikation und für Unterhaltung interessiert und wollte gerne immer beruflich irgendwas in der Richtung machen. Wusste aber natürlich als kleiner Junge nicht so wirklich, wie das funktioniert. Habe dann erstmal eine normale Kaufmannsausbildung gemacht und bin dann selbstständig im Marketing geworden und habe über diesen Weg langsam diese Medienwelt kennengelernt. Okay. Und habe dann auch mit Zeitungen zusammengearbeitet und all solche Sachen, habe dann da auch so ein bisschen überall über die Schulter geschaut und habe langsam für mich gesehen, aha, das ist voll mein Spielfeld. Hätte ich richtig Lust, beruflich da was zu machen. Und bin dann einfach über zwei, drei Umwege, du kennst das wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie, da trifft man jemanden, da öffnet einem jemand eine Tür und man hat so ein Puzzle, was sich so langsam zusammenfügt. Und irgendwann habe ich dann 2011 meine erste Zeitschrift rausgebracht, das Sachwertmagazin war es damals. Ist ein Nischentitel gewesen, ist immer noch ein Nischentitel, also es ist immer noch existent, das Magazin. Und habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und habe meine Leidenschaft schon wirklich so gut ausspielen können. Und dann haben wir noch zwei, drei Magazine gemacht und ein Bewegtbildformat. Und dann kam 2016 halt dieses Erfolgmagazin. Aufgrund dessen, weil ich selber immer gerne Sachbücher, so Erfolgsbücher, Ratgeber, Biografien, habe ich immer sehr gerne gelesen, deine zum Beispiel. Und also ich glaube, ich habe wirklich alle von deinen Büchern. Und hab dann mich immer gefragt, warum gibt es zu allem ein Magazin, nur nicht über dieses wirklich präsente Thema Erfolg, was ja wohl irgendwie jeder haben will. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Team gesagt, wisst ihr was, wir wissen, wie man Zeitschriften macht, wir wissen, wie man die im Handel verkauft. Wir haben eigentlich alles, um selber so ein Erfolgmagazin zu machen. Die USA hat es uns ja seit 30 Jahren vorgemacht mit Success. Ne? Das ist ja ein super Titel. Und das war für mich dann einfach die logische Konsequenz, dass wir sowas auch in Deutschland machen. Ein paar Zahlen dazu, wie oft kommt es raus, wo finden wir es, wenn wir es kaufen wollen? Kommt jetzt 6-mal im Jahr raus, ganz normal am Kiosk, sicherlich nicht in jedem kleinen Tandemmer-Kiosk, aber in den gut sortierten auf jeden Fall oder halt per Post oder wie auch immer. Ne? Großartig, großartig. Ja. Und aus diesem Magazin heraus ist dann ja als Schlussfolgerung dieses wunderbare Buch entstanden. Ja, das war tatsächlich immer wieder eine Stimme, die ich aus der Leserschaft vernommen habe, von wegen, Mensch, diese ganzen Learnings mit diesen ganzen super erfolgreichen, das Wort fand ich schon gut, kann man das nicht mal irgendwie alles zusammenfassen in ein Buch? Mhm. Weil die Leute mögen ja tatsächlich irgendwo auch Bücher, wenn sie gut und kurz geschrieben sind. Und irgendwann habe ich mich dann halt überreden lassen und habe gesagt, na klar, wenn ihr unbedingt ein Buch darüber wollt, dann machen wir da ein Buch von. Dann bin ich Münchner Verlagsgruppe, gute Freunde von mir, habe ich gefragt, ob die das machen würden. Die fanden die Idee auch super. Und dann haben wir da ein Buch genommen und haben uns 10 super erfolgreiche rausgesucht aus den ganzen Gesprächen, die ich die letzten Jahre geführt habe. Natürlich möglichst prominente Beispiele. Und haben denen sozusagen, also ich sage wir, weil ich das mit Michael zusammengeschrieben habe, Michael Jagersbacher, mein Co-Autor, weil der gut schreiben kann, ich nämlich nicht. Und dann haben wir sozusagen diese Persönlichkeiten immer mit einem Erfolgsattribut verbinden können. Okay. Also zum Beispiel natürlich einen Reinhold Messner mit dem Thema Mut. Ja. Oder Wladimir Klitschko mit Challenge, also Herausforderungen annehmen und so weiter. Und haben daraus jeweils immer ein Kapitel gemacht und dadurch sind dann 10 Kapitel entstanden. Großartig. Wer ist alles drin? Wir wissen jetzt schon, Messner ist drin. Richtig, also es geht los mit den Kaulitz-Brüdern von Tokyo Hotel. Ja. Und dann kommt, wie gesagt, Klitschko und dann kommt Reinhold Messner und dann kommt Daniela Katzenberger und wen haben wir jetzt noch nicht? Jürgen Drews ist noch dabei, Carsten Maschmeyer ist noch dabei, Harald Glöckler ist dabei, Eckhard von Hirschhausen ist dabei, Oliver Kahn ist dabei. Also großartige Menschen und sehr breit gefächert zum Thema und Erfolg. Und Bushido, habe ich vergessen. Bushido ist auch noch dabei.
Ja, breit gefächert, ganz breit gefächert. Also eben auch so, wahrscheinlich manche Menschen gar nicht den Erfolg sehen würden als Erfolg. Ne? Also es gibt ja viele Personen, wo man sagt, Mensch, sind die wirklich erfolgreich? Ich habe ganz oft dieses Hätte-ich-ja-nicht-gedacht-Gespräch. Okay. Also ganz viele sagen mir oder schreiben mir von wegen, Mensch, mit der Persönlichkeit habe ich mich ehrlich gesagt vorher inhaltlich nie beschäftigt. Aber seitdem ich das Buch gelesen habe, beim Magazin höre ich es auch oft, das hätte ich ja gar nicht gedacht, was da alles dahinter steht. Das höre ich oft. Also wir Menschen sind tatsächlich sehr oberflächlich, sehr schubladendenkend, ja, ja, was sicherlich im Alltag auch sehr hilfreich ist. Mhm. Aber das höre ich oft, dass manche Menschen mit anderen, mit gewissen Personen gar keine Attribute verbinden. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, fast kein Buch zu diesem Thema, einfach nur Erfolgssammelsurium, wenn man so sagen will. Es gibt ja sehr, sehr viele Biografien von einzelnen Personen. Stimmt, es ja. gibt vielleicht auch viele Erfolgsratgeber, aber relativ wenig Sammlungen, zumindest meines Wissens, auf dem deutschen Buchmarkt, wo man wirklich erfolgreich mit diesen Learnings so zusammengestellt wird. Also ich habe schon 2, 3 gelesen und jetzt ist auch gerade wieder eins rausgekommen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Trend wird oder sowas ähnliches. Ich finde aber die Idee alleine so, ja, so sinnvoll. Ja, anstatt dass ich als Autor mir anmaße, ich weiß alles und erzähle das jetzt als Sachbuch, finde ich es doch viel logischer, das irgendwie an wirklichen bewiesenen Beispielen festzumachen und deren Weg so ein bisschen zu analysieren, weil ich weiß, wie sehr wir Menschen Geschichten lieben. Klar. Und das ist, glaube ich, das Problem von vielen Sachbüchern, dass sie eben doch keine Geschichte erzählen, sondern nur Fakten aneinanderreihen. Ja, okay. Und was war so die schönen oder die 1, 2 schönsten Geschichten, die du in dem Buch drin hast oder die spannendsten Partner, wahrscheinlich waren es alle 10. Ja, also es waren wirklich alle, weil man sich bei jedem irgendetwas Tolles rausziehen kann. Auch wenn einen die Persönlichkeit vielleicht selber gar nicht wirklich inspiriert. Aber es sind immer Dinge dabei, die man sich meiner Meinung nach abgucken kann von Menschen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich da irgendwelche Lieblinge drin habe. Ich kann mir aber vorstellen, also wem ich natürlich sehr, sehr dankbar bin, ist dem Harald Glöckler, weil der Harald mir auch das Vorwort fürs Buch geschrieben hat. Mit dem warst du auch auf der Buchmesse? Mit dem war ich auch auf der Buchmesse, habe das Buch vorgestellt in Frankfurt, genau. Und er ist einfach so, also da sind wir uns sehr ähnlich, wir nehmen gar kein Blatt vor den Mund. Okay. Also wir reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und sagen auch unbequeme Dinge. Mhm. Und das hat er auch im Vorwort gemacht, finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist auch irre lustig geworden. Ich glaube, manche kaufen es nur wegen dem Vorwort. Und was ich bei ihm immer sehr, sehr spannend fand, ist, dass er sich an Veränderungen so gut angepasst hat über die letzten Jahre. Ich meine, er ist selber ja auch ein stetiger Veränderungsprozess, ist ja selber ein Kunstwerk. Aber dass er es auch immer wieder geschafft hat, sich relevant zu halten, seine Produkte und Marken relevant zu halten, auch immer wieder sich anzupassen in neuen Kundengeschmack und so weiter. Ich glaube, das verpassen ganz, ganz viele, also nicht nur Unternehmer, sondern ich glaube, ganz, ganz viele Menschen verpassen einfach die Veränderungen und wollen die aussitzen. Die glauben, naja, ach, irgendwie geht das mit dem Internet schon vorbei oder sowas. Und sind dann irgendwann völlig, völlig auf dem Abstellgleis gelandet. Ne? Also sich selber neu erfinden, was er tut. Naja, also ich finde es gut, wenn man bleibt, wer man ist. Aber ich glaube, wir müssen immer anpassen, wie wir sind. Also wie wir uns verhalten und wie wir auf irgendwelche Umstände reagieren. Ja, und sein Motto war, glaube ich, jede Frau ist eine Prinzessin oder sowas. Also damit hat er schon eine unheimlich große Zielgruppe und vor allen Dingen hat recht nebenbei. Stimmt. Sehr gut. Jetzt bist du aber doch ein Mensch, der ein unheimlich gutes Netzwerk hat. Also ich durfte auch schon mal mit den Klitschkos zum Abendessen gehen, aber so ganz leicht war das logischerweise nicht. Ich glaube, es gibt niemanden, den du nicht kennst. Was ist dein Erfolgsrezept, dass du in meinen Augen das beste Netzwerk in Deutschland hast? Also A, glaube ich, und das sage ich ganz bescheiden, ich glaube nicht, dass man das überbewerten sollte. Ich meine, ich bin ein Medienmensch und ich habe ein Magazin und das hat einen tollen Ruf und so weiter und so fort. Und da ist es jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Die sagen ja nicht, um Gottes Willen, endlich der Backhaus kommt. Sondern die sehen ja auch ihre Chance. Die meisten, die es zu Großem gebracht haben, sind ja deswegen so groß geworden, weil sie auch was zu verkaufen haben. Weil sie auch irgendein Produkt haben. Das kann ein Buch sein, eine Show, eine Unterhaltungssendung oder was oder eine CD oder wie auch immer. Wenn ich dann natürlich das Timing versuche abzupassen und in der richtigen Situation anklopfe und sage, wir würden gerne mal hier im Magazin sprechen, dann ist das jetzt nicht wirklich die große Kunst. Ich glaube aber, dass wenn man daraus dann nachher Beziehungen formt, das ist, glaube ich, dann die Arbeit daran, dass man sich A versucht, so ein bisschen auf die Person einzustellen, dass man sich selber natürlich auch zurücknimmt. Also ich glaube, ich habe den wenigsten Redeanteil, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin und will immer viel erfahren. Und ich glaube, jeder Mensch mag es, dass man sich für ihn interessiert. Und
Und ich glaube, ich habe auch den Vorteil, dass ich normal bleibe. Ich sehe viele Menschen, wenn sie irgendwelchen prominenten Menschen gerade auch begegnen, die verhalten sich auf einmal völlig komisch. Ja, die werden ganz komisch. Und das merkt der andere natürlich auch. Ja. So. Und das ist dann so wie Hunde. Okay. Ne? Wenn ich nicht genau weiß, was mit dir los ist, lasse ich lieber Abstand. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch normal bleibe und erzähle auch meinen Unsinn, egal wem zusammen bin, ich glaube, das wissen die Leute zu schätzen, dass man sich dann nicht verstellt. Das tue ich auch. Schön. Und Daniela Katzenberger, hast du auch drin gehabt? Ja. Erzähl ein paar Sätze. Wie Daniela war hat mich, also wir sind eigentlich bis auf ein paar Tage gleich alt. Okay. Ich glaube, sie wurde 3 oder 4 Tage vor mir geboren. Also sind alles Wagen, so. Mhm. Sind, die verstehen sich untereinander eigentlich auch ganz gut. Und ich finde, sie hat es, also um das mal einzuleiten, dafür steht sie ja auch in dem Buch, sie hat es geschafft, aus sich einen tollen Markennamen zu machen. Sie Absolut. Ist eine Entertainerin und hat das auch wirklich von A bis Z auf die Straße gebracht und jeder kennt ihren Namen. Ja. Wenn ich irgendwo ihr Bild zeige, jeder weiß sofort, wer das ist. Klar. Und dadurch hat sie sich natürlich auch einen Einfluss aufgebaut. Ja. Und also sozusagen eine der ersten Influencerinnen, wenn man ja so will. Ich weiß nicht, ob es damals schon YouTube gab, als sie angefangen hat. Wahrscheinlich so in den Kinderschuhen. Aber sie hat dann mit dem Fernsehen angefangen und hat gesagt, ich habe die Leidenschaft Unterhaltung, ich möchte gerne Menschen unterhalten und das möchte ich auf einer großen Bühne machen. Das heißt, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Sie hat ja in der Kneipe von ihrer Mutter angefangen, die 15 Leute am Tresen zu unterhalten. Okay. Und hat gesagt, das macht mir Spaß, das will ich noch mit viel mehr Menschen machen. Und das ging natürlich toll durchs Fernsehen. Ne? Und von daher finde ich diesen Erfolgsweg einfach wahnsinnig spannend, dass sie sich nicht verstellt, dass sie sagt, ich bin Entertainerin, ich rede hier ein bisschen meinen Unsinn und so weiter und daran habe ich Spaß und ich freue mich, wenn andere Leute sich freuen, die will keine Wissenschaftlerin sein oder irgendwas anderes. Und dem ist sie immer treu geblieben und ich glaube, deswegen lieben die Leute sie auch. Selbst die Leute, die jetzt keine irgendwie Fanbeziehung oder irgendwas zu ihr haben, finden sie, glaube ich, trotzdem alle sehr unterhaltsam. Und dadurch hat sie sich ja ein Imperium aufgebaut. Ich meine, auch das ist wieder so ein Aha-Moment, auch wenn man im Buch das liest. Weißt du, was da alles so dahinter steckt, was sie für Firmen gegründet hat und für Marken gegründet hat und mit wem sie alles Partnerschaften eingegangen ist und so weiter. Und dadurch ist sie wahnsinnig reich geworden. Ich meine, es soll jetzt nicht ums Geld gehen, aber sie hat wirklich meiner Meinung nach so ihren Lebenstraum einfach erfüllt. Und ich finde es so wertvoll. Also da könnte ich Stunden drüber reden. Wenn Menschen einfach ihren Weg gehen und sagen, ich will glücklich sein, und deswegen gehe ich meinen Weg so weiter. Das finde ich großartig. Schön. Und du bist ja selbst Influencer in meinen Augen. Also, also nicht nur mit deinem Magazin und deinem Buch, sondern du hast ja Backhaus Daily, ja der Vorreiter des Namens, wenn man so sagen will. Was verbirgt sich hinter Backhaus Daily? Ich fand es irgendwie wahnsinnig spannend, so einen Alltag zu dokumentieren. Mhm. Also auch aus egoistischen Gründen, weil ich dann selber weiß, was ich so mache. Weil das vergisst man ja so schnell. Ne? Also ich habe letztens von einem befreundeten Fotografen von mir einen Spruch gehört, wenn jetzt kein Foto gemacht worden wäre, dann wäre dieser Moment für immer verloren. Mhm. Und das finde ich auch so spannend am Thema Video, dass, man, dass man so Alltagssituationen, in denen uns die meisten spannenden Dinge passieren, dass die so schnell wieder verloren gehen. Und wenn man die so auf Video festhält und ich lasse mich dann halt vom Assistenten oder sowas einfach so ein bisschen begleiten mit, und der schaltet ab und zu mal die Kamera ein, wenn gerade irgendwie was Interessantes passiert. Und das wird dann halt jeden Tag, jeden Werktag zusammengeschnitten, wird dann auf YouTube und auf Facebook und auf Instagram halt als Video hochgeladen. Und ja, das ist einfach so ein bisschen Storytelling und so ein bisschen präsent sein. Ne? Es gibt ja ein Buch, das sagt, das Museum deines Lebens, wo du praktisch jeden Tag ein Foto deiner Momente machst. Facebook ist ja, wenn man so will, das Museum unseres Lebens, wenn wir zumindest öfter etwas posten und tun. Ja. Gibt es eine Wiederverwertung von Backhaus Daily? Wird das irgendwann mal der Videofilm deines Lebens werden, die Daily-Dokumentation? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, das weiß ich nicht. Vielleicht erfindet YouTube ja mal so ein Tool, dass man sowas machen kann. Aber also wir haben jetzt 220 Folgen oder sowas online gestellt die letzten Monate. Und ich finde es wahnsinnig cool. Bin ich jetzt sogar mit ins Fernsehen gekommen, weil ich völlig überrascht. Eines Morgens habe ich mein Handy geöffnet und ich habe auf einmal Dutzende Nachrichten gehabt. Das war ja toll hier beim Böhmermann in dieser royale Sendung beim ZDF. Und dann haben die also dieses Daily da aufgegriffen und haben gesagt, guck mal, was da für ein Typ so einen Unsinn redet. Und das fand ich urkomisch. Also das hätte ich nie gedacht, dass das dann mal so Wellen schlägt. Ich hatte immer gedacht, naja, ich habe hier so ein paar Leute, die mir folgen und denen kann ich ja zeigen, was bei mir im Alltag so passiert. Aber dass das dann so große Kreise zieht, hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Kompliment. Und es war ja auch kein Unsinn, by the way. Ja. Was hast du denn selbst lernen dürfen? Jetzt hast du so viele Menschen interviewt, die Creme de la Creme nicht nur im Buch, sondern auch bei dir sitzen gehabt. Welche Veränderung hat es bei dir bewirkt, nachdem du ja auch noch mal einen tiefen Einblick in
ja, in die Welt der Supererfolgreichen? Also ich selber wollte auch immer erfolgreich werden, indem ich so meinen Weg gehe. Das war mir immer wichtig. Und ich wollte mich also nie irgendwo reinschleichen, weil ich gesagt habe, naja, da kann man gerade erfolgreich werden, sondern ich wollte es immer auf meine Weise schaffen und habe durch die Supererfolgreichen vor allen Dingen, glaube ich, eines gelernt, dass es nur gedankliche Grenzen gibt. Also wir alle leben und operieren ja in unserer Box, in unserer gedanklichen Box, wo wir so zu Hause sind, wo wir uns Dinge vorstellen können und so weiter. Was ich aber durch die gelernt habe, ist, diese Box, die lässt sich vergrößern. Also es gibt keine tatsächlichen Grenzen. Ja. The sky is not the limit, weil es gibt ja auch noch so Universe. Mhm. Und also da gibt es draußen Menschen, die können einfach so viel mehr über den Tellerrand hinausdenken. Und das fand ich immer so toll. Und das hat mich über die Zeit auch extrem beeinflusst, dass ich immer, wenn ich irgendwie limitierende Gedanken hatte und sage, so bis dahin und nicht weiter, dachte ich immer, naja doch, natürlich geht es dahinter weiter. Interessant. Und gibt es denn einen Ratschlag, den du jemandem geben kannst? Denn ich glaube, es ist ja leicht zu sagen, dass man die Box erweitern sollte. Gibt es einen Ratschlag, wie man es dann auch tun kann? Also ich glaube, dem Tun geht vor allen Dingen auch wirklich irgendwie dieses Bewusstsein voran. Also ich habe tatsächlich, also ich selber habe in den letzten 13 Jahren bestimmt 1.200-1.300 Bücher gelesen. Und habe davon, glaube ich, am meisten in meinem Leben profitiert. Natürlich auch von Menschen, die mich umgeben haben, keine Frage. Aber ich glaube, von Büchern habe ich am meisten profitiert, weil ich damit auf täglicher Basis so mit den Köpfen der erfolgreichsten Leute der Welt denken kann. Absolut, und ich lese mir das dann ja selber vor, was die da geschrieben haben. Und ich glaube, das ist ein Manko. Viele Menschen glauben, sie haben keine Zeit zu lesen oder wie auch immer, was natürlich Quatsch ist, weil wir haben alle die gleiche Zeit am Tag. Der priorisiert sie nur anders, dann liest halt auf der Toilette, da hast du ein bisschen Zeit. Okay. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Handeln dann irgendwie wie so eine zwanghafte Konsequenz ist. Wenn man merkt, dass es da draußen keine Grenzen gibt, sondern dass man alles lernen kann, dass man sich Dinge aneignen kann, dass man Menschen kennenlernen kann, die man vielleicht braucht auf dem Weg zum Erfolg. Und die brauchen wir, keiner wird allein erfolgreich. Dann kommt man irgendwie meiner Meinung nach so ins Handeln. Mhm. Aber ich bin kein guter Umsetzungsexperte. Okay. Also ich bin nicht so dieser rote Typ, der jetzt irgendwie drei Schritte zum Umsetzen hat. Ja, aber es dennoch tut. Und ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist ja auch, dass diese super Erfolgreichen sind ja nicht erfolgreich geboren worden. Nein. Was wir ja häufig glauben. Also wir sehen ja nicht die Straße der Scherben, die auch schon hinter sich liegen haben lassen, bis sie das Jonglieren endlich lernen konnten. Finde ich ganz schade. Ja. Finde ich ganz schade, dass die Leute sich nie den Weg angucken. Das ist ja das, was ich anfangs gesagt hatte. Ja. Dieses, boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Die Leute gucken sich immer das fertige Produkt an und wollen am liebsten genau so ab morgen so sein wie der Klitschko oder Co. Anstatt sich einfach mal anzugucken, wie haben die denn vor 30 Jahren begonnen, diese ganzen Menschen. Und da gab es so viele Erfolgsprinzipien, die anwenden mussten und so viele Täler, wo die durchschreiten mussten. Ich finde, da muss man sich auch bewusst sein, dass man einen hohen Preis dafür bezahlen muss, wenn man denn erfolgreich sein will oder über die Maßen erfolgreich sein will. Wie geht es bei dir in der Zukunft weiter? In einem Schlusssatz, was ist so der nächste Schritt bei dir? Also wir werden natürlich neue Magazine bauen, die ich jetzt nicht verraten werde. Der Verlag hat sogar gesagt, macht noch ein zweites Buch. Da gibt es noch so viel mehr Erfolgsfutter da draußen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt machen wir erstmal ein Hörbuch. Und ich will einfach Freude haben an dem, was ich mache. Ich will, dass sich das auseinander heraus entwickelt. Und ich bin auch wenig verbissen. Also ich darf sagen, dass ich große Freude mit deinen Produkten habe und vor allen Dingen große Freude mit dir. Danke für dieses wunderbare Interview hier und viel Erfolg für die nächsten Produkte, Magazine und Menschen, die du interviewen wirst. Vielen Dank. Danke dir.